Susuwel, hallo und herzlich willkommen zur ersten der beiden Samstagsfolgen. Und ich habe mir was überlegt, und zwar dachte ich mir, ich bin ja nicht ganz aus der Familie, wenn ich einfach mal eine Folge mit Max spiele. So. Nanu? Was steht denn Cleo jetzt schon auf? Wo ist denn? Ah, okay, Alexis hat sich einfach mal hingehauen. Hey, wir können uns mit Max einfach dazulegen. Ja, das ist ja cool. Machen wir einfach mal. Übrigens, später verpasse ich auf Wunsch Alexis noch mal eine andere Frisur. Und zwar habe ich mir da schon einen Zopf für ausgesucht. Also, auf jeden Fall dranbleiben. So. Okay. Warum? Ich weiß jetzt zwar nicht, warum sie jetzt aus dem Bett gesprungen ist, aber mein Gott, dann machen wir mal andere. Hohoho, Max lässt die Muskeln spielen. Dann machen wir hier mal andere tolle Sachen. Was? Was macht Alexis da und was machen hier alle im Schlafzimmer? Lasst sie doch mal in Ruhe. Oh, was ist denn jetzt mit Katie? Ist sie jetzt niedergeschlagen, weil Max mit Alexis flirtet? Aber sie hat doch ihren Jerry. Also ich weiß irgendwie gerade nicht so ganz, ob Cleo davon begeistert ist oder sie hat sich eben ziemlich motzig angehört, aber jetzt ist sie eher. Upsala. Da hat das Kamerakind mal gerade mit der Kamera gewackelt. Wie wäre es? Oh nee. Rapibosa für Mems. Unterzeugen. Ah. Sehr süß. Ah. Und damit haben wir jetzt zwei Verlobte hier im Haus. Und zwar sind jetzt auch Max und Alexis endlich verlobt. Wow. Was? Was? Und jetzt geht er direkt zu Casey und will ihr einen Kuss aufdrücken. Und Jerry ist auch noch okay, der geht gerade raus. Casey geht aber auch raus. Oh. Das nimmt noch alles ein ganz böses Ende. Oh gut, Max hat sich anders entschieden. Ansonsten wäre das nicht so toll gekommen, wenn Jerry gerade daneben steht. Guck mal da, Max macht sich sogar schon nützlich. Dabei wohnt er gar nicht hier. Er ist nur mit Alexis verlobt. Ja, weiß gut, was heißt nur? Aber das heißt trotzdem nicht, dass wenn er hier in dem Haus wohnt, wenn er hier nicht wohnt, dass er dann den Müll aufräumen muss. Apropos Müll aufrufen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass andere schon einen Mülleimer gesehen haben, wo man Geld bekommt, wenn man Müll reintut. Also, wenn da irgendjemand auch nur den geringsten Plan hat, wo ich das tolle Teil herkriege, bitte verschweigt es mir nicht. Das würde mich sehr interessieren. Eieiei. Ob das Casey wieder aufmuntert? Ah. Es wird alles noch ein bisschen schwierig hier, fürchte ich. Ich meine, klar, das ist. Casey ist mit Jerry verlobt, Max ist mit Alexis verlobt und trotzdem empfinden sie anscheinend immer noch ein bisschen was füreinander, obwohl ich weiß nicht mal, ob das großartig jetzt was Empfinden war. Oder, ob das einfach nur so ein bisschen,
sagen wir mal, eine erotische Aura war. Man weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob Cleo weiß, dass Max eigentlich ihr Papa ist und nicht Jerry. Also was will Max denn jetzt? Alexis liegt oben im Bett und er rennt ständig hier unten rum. Also ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Die beiden sollten sich mal im Klaren werden darüber, was sie wirklich wollen und hier nicht ständig zwischen den Partnern pendeln. Irgendwie leckt es gerade ein bisschen. Och, guck mal da. Casey ist ganz traurig. Oh. Ja, manche Leute lenken sich mit Hausarbeit ab. Casey scheint dazu zu gehören, aber es hilft ihr nicht so richtig. Ja, red jetzt mal nicht mit dem Einhorn. Du solltest vielleicht mal das stille Örtchen aufsuchen und eine Kleinigkeit essen könntest du auch mal. Bediene ich doch mal bei den Hot Dogs ein Gericht nehmen. Ach ja, ist ja schon alles nicht leicht. Auch im Leben der Sims gibt's Irrungen und Wirrungen. Was will er denn, der gute Max? Er will jemanden umarmen, weil er einfach so glücklich ist. Wegen der Verlobung mit Alexis. Komm, du kannst ihn mal ein bisschen aufmuntern, aber bitte langsam. umarmen. Pfui, da muss man wieder jemanden sauber machen. Boah, sieht ja aus wie... Nein, ich will die Überlegung jetzt nicht weiter ausführen. Nee. Das wäre dann nicht so ganz lecker. So, komm, wir beschleunigen hier mal die ganze Sache ein bisschen. Mampf mal deinen Hotdog fertig. So, lass meinetwegen auch stehen. Und da kommt er schon und versucht, Casey ein bisschen aufzumuntern. Yay, 25 Einflusspunkte. Vielleicht gibt es ja dafür auch den gewinnbringenden Mülleimer. Casey ist sehr traurig. Oh. Oh Gott. Eigentlich will ich das ja nicht fördern, aber vielleicht geht es dann Casey wieder ein kleines bisschen besser. Ich kann sie einfach nicht so leiden sehen. Oh Gott. Ach Mensch. Das hat sie jetzt auch noch fertig gemacht. Das will sie auch nicht. Ich glaube... Sie ist wirklich traurig, dass es auseinandergegangen ist. Aber sie hat doch Jerry, an den sollte sie sich jetzt wirklich halten. Vielleicht... Es tut mir leid, aber ich glaube, das ist einfach das Beste. Auch wenn es jetzt beiden nicht gut geht und Casey richtig am Boden ist. Max geht's auch überhaupt nicht gut. Die beiden brauchen jetzt ihre richtigen Partner, aber das war der einzig richtige Weg. Ansonsten wird's ja einfach immer mehr Probleme und immer mehr Schmerzen geben hier. Och man, das tut mir jetzt tatsächlich richtig leid, auch wenn das ja eigentlich nur Pixel sind. Aber da fühle ich doch mit. Och nein. Och Gott. Oh nein. Ach,
Trennungsblues. Es ist ein trauriges Ereignis im Leben eines jeden Sim, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Och, Mann. Ach, das tut mir echt richtig leid. Bevor ich jetzt gleich noch richtig wehleidig werde. Glaube ich, beende ich die Folge erstmal. Und wir sehen uns dann heute Nachmittag in einer neuen Folge wieder, wo wir das Ganze wieder kitten, wo wir die beiden wieder auf andere Gedanken bringen. Das Leben muss ja weitergehen und sie haben ja tolle Partner und ich glaube, das wird sie auch schnell wieder einrenken. Also von daher, bis zur nächsten Folge heute Nachmittag. Tschüss!